Wir haben alle Steine, aber mir graut es ja jetzt trotzdem schon vor dem Rätsel. Ich sag, wie es ist. So. Erstmal alle irgendwie reinhauen, würde ich sagen. Die Steine sind jetzt alle eingesetzt, aber vermutlich hängt es auch noch davon ab, wo ich welchen Stein platziere. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Ah, Optionen der waren schlechter König, denn je. König Nördlich tobte Provence. ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Bauern. Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Okay. Lass mal kurz gucken. Ein paar Sachen kann ich vielleicht schon machen. Schwarzer Bauer, schwarzer König, schwarzer Turm. Der in der Bretagne, das war hier oben. Der Bauernaufstand war hier. Der König muss hier hin. Wir sind vielleicht die noch vertauscht, ne? Nicht? Der Bauer, weißer König. Wir gehen noch mal kurz gucken. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Provence. Frankreichs. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence Ja. zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Ja. Verstärkung aus dem Königreich Oder Navarra, die nördlich soeben hier. die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Okay. Im Norden tobt ein Bauernaufstand, also nicht nördlich von Ihnen, sondern im Norden. So. Das ist wahrscheinlich seine Verstärkung und die müssen sich erst mit denen auseinandersetzen. Noch nicht? Stimmt nicht? Vielleicht ist es auch genau andersrum. Nee, oder? Im Norden tobte ein Bauern. Aufstand. Mal kurz gucken. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs. Ja. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Vielleicht ist es auch einfach auf dem Kopf. Nee, aber der ist ja ganz außen, Bretagne. Bauernaufstand? Ich müsste der hier hin und der Bauer hier, oder? Kann ich irgendwas drücken? Da komme ich. Hier ist aber auch nicht seitenverkehrt. Scheint eine alte. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence Aber das zurückgezogen und verstehe ich seine nicht. Die sind ja Optionen waren beide nicht schlechter denn ganz je. außen. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Wir meint nicht wirklich Währenddessen schaute sich Osten. sein Widersacher das ganze Spektakel. Das wundert mich halt gerade. Oh, wir dürfen vertauschen. Oh, ich bin so dumm. Ich dachte, wir könnten nur die tauschen und die anderen stehen fest. Oh. Warte, Nevara war hier. Oh, ich bin so dumm. Nochmal. Ich wusste nicht, dass man die mit den Weißen tauschen Scheint kann. eine alte. Es stand Ja. nicht gut um den. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Nördlich Verstärkung ist aus halt dem Königreich schwierig. Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Während. Okay, also gut. Ich bin so dumm manchmal, also wirklich einfach dumm. So, oder? Ist ja die Frage, wo der Bauernaufstand tobte. Nördlich.
Nördlich von ihm. Das müsste eigentlich so stimmen. Warte, wo ist Nevara? Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es nördlich wäre... Das müsste aber doch passen. Mit dem eben. Die müssen hier hin. What's going on? Das stimmt denn noch nicht? Also die beiden Könige müssten eigentlich auf jeden Fall... Oder es ist halt wirklich seitenverkehrt. Dass das hier hin muss. Das muss hier hin. Das ist Osten hiervon. Warte. Nee. Dann... Weil das ist halt... So komisch am Kopf. Osten. Scheint eine alte... Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die so... Ah, nee, nördlich von ihm hatten wir auch schon ausprobiert. Ich dachte kurz, ich hätte die Lösung, aber das stimmt ja gar nicht. Das hatten wir ja auch schon ausprobiert. Bin ich dumm? Nördlich. Hat sich in die Provence zurückgezogen. Und der Bauer. Bauer muss dann eigentlich hier hin, also nördlich von ihm. Und da von zu ihm soll hier die Verstärkung kommen. Östlich von ihm? Ich bin verwirrt. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen... Es stand nicht gut um den... Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hier hatte, ist Navarra. Musste sich zum schaut. Oh, nicht Nevarra. Oh Gott, ich bin so dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Was? Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten... Mich wundert hier gar nichts mehr. Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Mich wundert hier gar nichts mehr. Dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt. Können wir nicht mal unseren Kumpel mal wieder dazu rufen? Wow, was für ein Anblick. Bitte nicht noch ein Rätsel. Latein. Für ein ganzes Archiv wird mein Schullatein kaum reichen. Ich bin ja auch noch da. Hm. Ach, jetzt plötzlich, wo die ganze Arbeit gemacht ist. Wie haben Sie das geschafft? Ohne dich. Eine lange Geschichte. Kurz gefasst, ich war richtig gut. Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ach. Ich habe ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Ein paar Minuten später... Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei. Ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen, von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden. Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottes Gericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja, und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch nochmal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit,
Als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordis sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York! Das passt auf New York! Puritas Cordis will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er wird untergehen. So wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Okay. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht. Los, mitkommen. Laufen Sie! Schnell! Frau Kalenko. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Calypso. Aber genug der Höflichkeiten. Hier finden Ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Oh, shit. Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Wenn Sie so fragen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen. Jetzt tue ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte darauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. Keine Sorge, wir haben einen Wattebausch. Ah, nee, einen Apfel. Ich nehme an, der Apfel hatte nicht schon immer dieses weiße Pelzmäntelchen. Kann er aber tragen. Muss das sein? Ja, muss wohl. Natürlich muss das sein. Schön. Das feuchte, gammlige Zeug stinkt bestialisch. Ja, her damit. Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen, aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lasse ich das Zeug, wo es ist. Mano. Selbst bei genauerer Untersuchung kann ich keine Schwachstellen ausmachen. Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind viel zu klein, um durchzukriechen. Und hier? Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Okay, her mit dem Müllgreifer. Wenn ich den Müllgreifer genau treffe und das Ding dann auch noch in die richtige Richtung umfällt. Bisschen Glück muss man ja mal haben, oder? Yes. Amazing. So, was greifen prima, wir uns jetzt damit? Hat geklappt. Ein alter Kanonenofen, scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Kommt der Ofen nicht zu Max, dann hat Max Pech gehabt. Naja, der Ofen kann ja zu der uns kommen. Der ist viel zu massiv, um okay. ihn mit einem dünnen Stock umzukippen oder zu zerstören. Deprimierend. Aber an die komme ich selbst mit dem Greifer nicht ran. Das ist belastend. Ich glaube, die Sektenmitglieder tragen nur deshalb solche Kutten mit Kapuze, damit man ihre hässlichen Gesichter nicht sehen muss. Eigentlich sehr rücksichtsvoll von ihnen. Uff, kann ich mir nicht meinen Apfel wiederholen? Ich wollte nicht wegdrücken. Her damit. Yes. Geschafft. So. Jetzt fehlen nur noch die gute Gelegenheit, ein kurzer Schlag und schnelle Beine. Oh. Mitkommen. Pat Shelton will Sie sehen. Mist. Gegen zwei Leute kann ich mit meiner kleinen Ofenklappe wenig ausrichten. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Nina! Max!
Ja. Nina Kalenko und Max Gruber. Ich würde sie uns liebend gerne ihr Wiedersehen gebührend feiern lassen. Aber leider haben wir dafür keine Zeit. Der Grund für unsere kleine Zusammenkunft ist ganz einfach. Sie wollen etwas wissen und ich will etwas wissen. Ihre Geschichte, dass Sie sich nur ganz zufällig an zwei völlig unterschiedlichen Orten der Welt für eine gemeinsame Sache interessieren, wer soll das glauben? Das wäre schon bei völlig fremden Menschen unwahrscheinlich. Aber bei Ihnen beiden? Und so ganz zufällig war die Zusammenarbeit mit David Corell vom kirchlichen Geheimdienst mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten, aber Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Viel mehr. Und doch wissen Sie bestimmt nicht alles. Also machen wir einen kleinen Deal. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, was Sie wissen wollen. Sehen Sie, die Wahrheit ist wie eine ewige Flamme. Man kann versuchen, sie zu verbergen oder zu verdunkeln. Nur löschen kann man sie nicht. Und die Wahrheit hat ihr hässliches Gesicht schon lange nicht mehr hinter dem Schleier der Technik und des Fortschritts verborgen. Sie zeigt uns Tag für Tag ihre schreckliche Fratze. Jede Stunde verhungern 660 Kinder. Millionen von Menschen schuften unter menschenunwürdigen Bedingungen, während ihre Bosse immer reicher und fetter werden. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus. Die Polarkappen schmelzen. Das Ozonloch wächst. Die Klimakatastrophe steht kurz bevor. I mean, er hat einen Punkt. Jeden Tag geben wir unser Bestes, unseren Planeten nach allen Kräften zu zerstören. Allein heute sind wieder fast 140 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Ja, schrecklich. Und nun? Sie können diese Welt zu einem besseren Ort machen? In dem alle sterben. Ich kann. Zandona war ein großer Prophet. Zu groß für seine Zeit. Seine Vision ließ sich im 17. Jahrhundert noch nicht realisieren. Heute sieht das anders aus. Vision? Zandona hatte keine Vision. Er war nur ein kranker Kopf, der die Welt vernichten wollte. Vernichten? Oh, ihr Blinden! Er wollte nicht die Welt vernichten. Er wollte nur all jenes Übel auslöschen, was für die Vernichtung dieser Welt verantwortlich ist. Also den Menschen. Ich werde es Ihnen zeigen. Lass mich raten, einige Auserwählte dürfen ins Paradies. Ein Urlaubsparadies für Sonnenliebhaber. Interessant ist die Insel für uns aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vulkan Cumbre Vieja. Die brüchige Westflanke dieses Vulkans ist durchzogen von Felsspalten und Rissen, in denen sich Wasser gesammelt hat. Und jetzt wird es interessant. Durch die Platzierung mehrerer Bomben an genau berechneten Stellen können wir dieses Wasser durch thermonukleare Explosionen so stark erhitzen, dass es schlagartig verdampft. Und wenn Sie im Physikunterricht aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass eine so plötzlich auftretende Verdampfung von Wasser einen derart gewaltigen Druck erzeugt, dass die brüchige Flanke des Vulkans abrutscht und ins Meer stürzt. Ahnen Sie schon, was jetzt kommt? Genau, ein Tsunami. 200 Meter hohe Wellen rasen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Atlantik. Dieser gewaltige Tsunami wird über die Ostküste der USA hinwegfegen. New York versinkt in den apokalyptischen Fluten und mit ihm die selbsternannten Herrscher der Welt, die sich derzeit im UN-Hauptquartier gegenseitig an blinder Inkompetenz überbieten. Das entstandene Machtvakuum werden unsere Anhänger ausfüllen, die zum Teil seit Jahrzehnten an den entscheidenden Stellen sitzen. Natürlich. Sie werden die Macht übernehmen und die Menschen in ein goldenes Zeitalter führen. Außer den Menschen an der Ostküste. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr hinführen. Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch, es geht darum, die Erde zu retten. Indem Sie Millionen Menschen jämmerlich ertrinken lassen? Was für eine Rettung soll das sein? Ich errette Sie vor Ihrer eigenen Zerstörungswut. Früher oder später würden Sie sich sowieso gegenseitig umbringen. Aber dann dürften nicht nur ein paar Millionen Menschen sterben, sondern die Lebensgrundlage auf diesem Planeten wird für immer zerstört. Sehen Sie denn nicht? Die Mächtigen dieser Welt treiben uns Tag für Tag dem Ende entgegen. Es ist halt so traurig, dass er halt teilweise recht hat, ne? Und ein für alle Mal abzurotten. Also, nicht wie er es macht, aber... Ohne ihre Herrscher werden die Menschen hilflos sein, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Sie werden sich Gott zuwenden. Aber das mit der Zerstörung der Welt durch den Menschen stimmt halt schon irgendwie. Und wir sind es auch, die wissen, wie weitere Katastrophen zu verhindern sind.
Und niemand ahnt, dass Puritas Cordis die Katastrophen selbst ausgelöst hat? Es ziemt sich für das Schaf nicht, den Willen des Schäfers zu hinterfragen. Wir werden die Menschen ein gottgefälliges Leben lehren, werden sie im Geiste Zandonas erziehen und am neuen Gottesstaat teilhaben lassen. Angeführt werden sie von unseren Anhängern, die wir aus den Klügsten der Klugen und den Frömmsten der Frommen rekrutiert haben. Mhm. Und was wird ihre Rolle in diesem Staat sein? Ich werde die Stimme sein, die den Willen Gottes verkündet. Ach. Das heißt, sie herrschen über alle anderen. Es geht also eigentlich nur um Macht, wie immer. Natürlich, um die Macht Gottes. Aber genug von mir, genug von uns. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und ihnen vieles von dem erzählt, was sie bestimmt noch nicht wussten. Zumindest nicht so detailliert. Jetzt ist es an ihnen, ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Für wen genau arbeiten sie? Was wissen sie? Wer weiß noch davon? Und wie will der kirchliche Geheimdienst das Unausweichliche verhindern? Wir hatten eine Abmachung, reden Sie! Hatten wir das? Für wen wir arbeiten? Kirchlicher Geheimdienst? Keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, aber Ihr Hirn scheint durch den ganzen Zandona-Mist schon ziemlich aufgeweicht zu sein. Anders kann ich mir das sonst kaum erklären. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Narren halten. Nun gut, Sie haben es nicht anders gewollt. Sehen Sie das Grab da drüben? Ganz frisch ausgehoben. Es fehlt nur noch die entsprechende Leiche. Also, ich frage Sie ein letztes Mal. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie darüber geredet? Und welche Rolle spielt der kirchliche Geheimdienst? Ich weiß nicht, sollen wir darauf spekulieren, dass er nicht erschossen werden kann, weil er seine Ofenklappe unterm Helm trägt? Sollen wir was erzählen? Das nimmt doch keiner, erzähle alles, oder? Nee. Wissen die das nicht quasi alles? Okay, ich erzähle ihnen, was passiert ist. Ein paar Minuten später. Diese Geschichte nimmt Ihnen nicht einmal ein Dreijähriger an. Na, das war vorauszusehen, I guess. Sie hatten die Wahl. Und Sie haben sich leider falsch entschieden. Wenn Was? Sie glauben, dass wir hier nur Spielchen spielen, dann haben Sie sich getäuscht. Ein völlig unnötiger Tod, den alleine Sie und Ihre Dickköpfigkeit zu verantworten haben. Ich gebe Ihnen jetzt ein wenig Zeit, über Ihre Verfehlung nachzudenken. Vielleicht sind Sie ja bei unserem nächsten Gespräch etwas kooperativer. Bringt sie in die Zelle! Was habe ich nur getan? Max ist tot. Ich hätte es verhindern müssen. Egal wie, aber ich hätte es verhindern müssen. Ich war als Einzige in der Lage, diese Katastrophe abzuwenden. Ich hätte meinen Vater retten können. Ich hätte Max retten können. Ja, ich hätte... Und was habe ich tatsächlich? Ich habe David Corell auf dem Gewissen, der umgebracht wurde, weil er mir zur Flucht verhelfen wollte. Für den Tod von Max habe ich sogar nur eine einzige falsche Antwort gebraucht. Und mein Vater wird der Nächste sein. Und was tue ich? Ich sitze hier in einer Zelle und warte, bis man mich erlöst. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Auferstanden von den Toten hier. Wir sind Zombie-Max. Jeder sollte eine Ofenklappe bei sich tragen. Wie gut, dass ich wirklich jeden Mist mitnehme. Aber echt, ey. Yes. Die verkohlten Überreste einer Hundehütte. Ist zwar nur noch eine Ruine, aber zum Rumtragen nach wie vor deutlich zu unhandlich. Auf dem Grabstein steht Fifi. Offenbar liegt hier der Hund begraben. Ach Gott. Auch ein Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Eine Blumenvase aus Plastik. Ja gut, ich sag mal Spaten. Schnell müssen Nina befreien. Ein Durchgang, noch ein Durchgang. Hundegrab, Grab. Da drin sollte ich beerdigt werden. Dass ich irgendwann mal vor meinem eigenen Grab stehe, hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
Ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Selbst wenn es das einzige Versteck auf der Welt wäre, bekommen mich da keine 10 Pferde mehr rein. Alright. Die Wache kann von ihrem Posten aus nicht nur das Gefängnis bewachen, sondern hat auch den Innenhof perfekt im Blick. Keine sonderlich guten Voraussetzungen, um hier lebend wieder rauszukommen. Da geht's in den Keller. Wenn ich den Innenhof betrete, wird mich der Wärter bemerken. Und was dann passiert, möchte ich mir lieber erst gar nicht ausmalen. Wenn ich nach dem Inbegriff des Handlangers, eines Oberbösewichts, suchen würde, hätte ich ihn jetzt vermutlich gefunden. Was soll ich ihm sagen? Hallo, ich bin noch nicht tot. Würden Sie das bitte ändern? Warum nicht? Wenn ich den Innen... Ja, wir können nirgendwo hin. Können wir uns noch Sachen eine angucken? Eine Holzbank. Sind irgendwelche Schnitzereien drauf, aber die kann ich von hier aus nicht erkennen. Achtung, jetzt kommt Bildung. Der Bärlauch heißt so, weil er einer der ersten Pflanzen ist, die den Bären nach dem Winterschlaf als Nahrung dienen. Wird auch wilder Knoblauch, Hexenzwiebel oder Knoblauchspinat genannt und zum Würzen verwendet. Bildung Ende. Ach, wunderbar. Ich liebe es. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Okay, gucken wir uns mal den Durchgang an. Eine von diesen gemeinen Fallen, die die Maus töten. Wenn ich mir dieses riesige Stück Käse da drin so anschaue, möchte ich lieber nicht wissen, was für Monstermäuse sie damit fangen wollen. Vor allem wofür denn? Von außen kann ich die Falle nicht auslösen. Und solange die Federn noch gespannt sind, werde ich meine zarten Fingerchen da bestimmt nicht reinstecken. Dann mach weg. So kann ich die Mausefalle zuschnappen lassen, ohne unnötig den Verlust von kleineren oder größeren Mengen an Fingern zu riskieren. Gute Idee. Ich frage mich nur jetzt gerade, wo er diesen... Damit habe ich eine kleine, unschuldige Maus vor dem grausigen Ende bewahrt und zum Dank ein großes Stück Käse bekommen. Wo er die ganze Zeit den Müllgreifer versteckt hat, während er jetzt da gefangen genommen, erschossen wurde. So nach dem Motto, ist das ein Müllgreifer in deiner Hose oder freust du dich einfach nur, mich zu sehen? Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Okay. Marco würde jetzt sagen, der Käse ist raus, die Finger noch dran, hab ich ein Glück, Mann. Maus, oh Maus. Naja, die Vase ist halbwegs sauber, also rein damit. Vase mit Zutaten. Oh, wir wollen bestimmt noch Bärlauch, oder? Ich weiß doch noch nicht wofür, aber es sieht aus wie ein Bärlauchengel. Oh, ist da Nina drin? Nanu, du betrauerst doch nicht etwa meinen Tod? Oh. Max, du lebst? Psst, sprich leise, sonst kann sich das ganz schnell ändern. Max, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Diese Worte aus deinem Mund? Frau Kalenko, sie versetzen mich in Erstaunen. Du hast keine Zeugen dafür. Macht nichts. Wenn du dich immer so freust, mich von den Toten auferstehen zu sehen, sollte ich das in Zukunft vielleicht öfter machen. Du bist immer noch der gleiche Spinner wie früher. Würdest du wollen, dass sich das ändert? Nein, eigentlich nicht. Get a room. Aber wie kommt's, dass du noch lebst? Erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir von hier wegkommen. Ja, hast du einen Plan? Nein, noch nicht. Aber das bist du ja von mir gewohnt. Uns wird schon was einfallen. Okay, aber beeil dich. Pat Shelton kann jede Minute zurückkommen. Ach ja, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Es ist schön, dass du noch lebst. Das kann ich gar nicht oft genug hören. Warum habt ihr euch getrennt? Jetzt können wir hin und her wechseln. Okay. Können wir ihr nicht mit dem Müllgreifer die Dinger hier abmachen oder so? Ich glaube kaum, dass ich damit von hier aus ihre Fesseln lösen kann. Naja, die Fußdinger ich schon. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich Nina befreien kann, bevor Pat Shelton zurückkommt. Wie Goethe es schon so trefflich formulierte, der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Ja. Okay. Gut. Mein Aufenthalt in Paris war ja noch ganz lustig. Aber ob ich hier jemals wieder rauskommen werde? Nein, niemals.